Also ganz ehrlich gesagt, ich mag ja kein Bier und trotzdem bin ich auf dem Stand hier bei der FAFCA ganz und gar richtig, ganz einfach, weil ich eine Frau bin. Worum es hier geht, ums Bierzapfen. Was das jetzt damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin, das lassen wir am besten den Meister des Kaiserbiers erklären. Bierzapfwettbewerb bei Kaiserbier, wie funktioniert denn das Ganze? Ganz einfach. 2 Gläser in 3 Minuten muss man zapfen. Das heißt einfach, wir müssen schauen, dass wir eine schöne Schaumkrone kreieren. Wir müssen schauen, dass die Schaumkrone wirklich über dem Eichstück schön drüber geht. Und dann gibt es schöne Punkte. Und zusätzlich, jeder bekommt dann ein schönes Kaiserbierglas, graviert nachher mit nach Hause als Andank. Hinter uns wird ja fleißig gezapft. Bis jetzt habe ich nur Männer gesehen. Wie schaut es mit den Frauen aus? Also die Frauen überraschen uns immer wieder. Die Frauen, die zapfen viel besser wie die Männer, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Die Frauen, die haben eine Hand dafür, ja. Die führen den Zapfhahn schön nach vorne und die machen eine wunderbare Krone. Also wir sind nur begeistert von den Frauen. Du hast schon Bier gezapft, bist du denn zufrieden? Es hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich gedacht gehabt habe. Mein Papa hat mir das wohl früher falsch gezeigt gehabt, in dem Fall. Du gibst also die Schuld gleich weiter? Nein, also ich habe das nicht bedacht mit dem, dass ich nicht eintauchen darf in den Schaum. So hat mein Papa hat's mir gezeigt, mit eintauchen, dann hätte ich es glaube ich ganz gut hinkriegt. So 11 Punkte ist auch okay, aber es hätte besser sein können, glaube ich. Sagst du es mal, dein Bier, du hast jetzt erfolgreich gezapft? Ja, Hanni, ja. Schaut nicht schlecht aus für das, dass ich ein Mädel bin. Wie viele Punkte hat es denn? Ja, Mädel, das zählt nicht. Wir haben gehört, wir Frauen sind besser. Wie viele Punkte hat es denn gegeben dafür? Ich habe 13 Punkte habe ich dafür gekriegt. Und wie liegt sie damit im Rennen? Ja, 13 Punkte ist momentan der 2. Platz. Also das heißt, die Silbermedaille hat sie errungen. Also das ist sensationell. Wie ich immer gesagt habe, die Frauen haben das Gefühl zum Zapfen, die zapfen viel feiner. Ja? Die Männer sind viel grober, die zapfen dann schnell darauf los und meinen, so schnell zum Erfolg zu kommen. Aber das stimmt leider nicht. Wunderbar, es steht schön im Glas. Zufrieden? Sehr, sehr, sehr wunderschön. Also muss ich sagen, ganz einen feinporigen Schaum. Also da kann man noch was Schönes draus machen. Ja? Sie hat noch 28 Sekunden Zeit und es geht langsam dem Ende zu. Aber man muss schon sagen, es ist halt auch eine Frau wieder. Ja, habe ich immer gesagt. Also eine nervöse Frau. Komischerweise, ja. Kaum steht man da herum von mir. Und die zapfen einfach schön. 15 Punkte, ein Wahnsinn. Kann man nur gratulieren. Wahnsinn, sehr, sehr gut. Welches ist denn jetzt das Siegerbier? Du hast den Tagessieger errungen. Gratuliere. Warum? 14 Punkte habe ich gehört. Hat es das nicht schon gegeben? Nein. Das ist super. Zufrieden? Ja, volle. Dann lass es schmecken. Dankeschön, danke. Prost. Hast dein Kaiser, bist dein Kaiser, gell? Das ist ja wirklich wahr. Wenn Sie jetzt Ihr Bier zapfen können und den Beweis stellen wollen, ja dann ganz einfach hier bei der FAFCA vorbeikommen. Von 13 bis 16 Uhr ist noch bis zum Donnerstag Bierzapfen hier beim Kaiserbier angesagt.